Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Heute auf dem Gabentisch haben wir ein Craft-Bier, das ich mir aus dem Lidl mitgenommen hatte. Die gab es nämlich dort in Aktions- und da gab es mehrere verschiedene Biere bei dieser Craft-Bier-Aktion. Und da habe ich mich hier unter anderem für The Old Golden Hen, also die alte goldene Henne, entschieden aus Großbritannien. Ja, und damit haben wir auch das allererste Craft Beer hier auf unserem Kanal. Ich habe schon mal Craft Biere getrunken, ganz klar. Das hier kenne ich persönlich noch nicht, ich bin gespannt. Hat 4,1% Umdrehungen, wie gesagt, in Großbritannien hergestellt und logischerweise brauchen sie sich nicht an das umstrittene deutsche Reinheitsgebot halten. Ja, was haben wir da drin? Da haben wir drin, da steht zum Glück jetzt auch noch drauf, also Zutaten haben wir Wasser, Gerstenmalz, das ist erstmal nichts Neues. Dann haben wir Glukosesirup drin, Hopfen und Hefe. So, und das Ganze hat noch einen Eigengeschmack, da steht hier oben, steht nochmal Aroma, Tropical Notes of Grapefruit und Mango. Also Grapefruit und Mango ist klar, ein bisschen tropisch soll es wohl schmecken. Und im Taste, also im Geschmack auch nochmal ein bisschen hier, ja, tropische Früchte, okay, so in diese Richtung geht das. Aus Moorland haben wir das Ganze. Ja, so kommt das Ganze daher in einer nicht sehr optimalen Flasche. Ist eine klare Flasche, da hatten wir ja schon mal auf dem Kanal drüber gesprochen gehabt hier. Was der Unterschied ist zwischen einer braunen, einer grünen, einer blauen und so einer klaren Flasche. Ganz klar, klare Flasche ist nicht gerade so für die Bieresqualität, ne? So, weil da kommt dann UV-Strahlung ran, ist meistens nicht so gut. Ja, was ist das hier vom Etikett her? Ja, das ist recht klassisch, ne? Also so recht schlicht gehalten, gar nichts Verrücktes, nichts Verspieltes. Einfach nur so ein schönes Etikett, so Old Golden Hen. Okay, Craft Beer. Refresh, also schönes Erfrischendes. Lass mal gucken, machen wir mal auf das Ganze. Ich bin richtig gespannt, wie es schmeckt. Auf was Tropisches hätte ich jetzt schon Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach der ganzen Zeit herbere Sorten, ne? So Pilze und so ein Export. Kann das doch jetzt mal ein bisschen was Erfrischendes ganz gut tun. Ja, der Kronkorken, der duftet jetzt gar nicht mal so intensiv. Ich habe mich jetzt übrigens, ich habe jetzt kein Craft Beer Glas, die kommen erst noch, wie gesagt, die habe ich mir bei Amazon ja schon ausgesucht. Ich habe mich jetzt hier ganz normal entschieden für meine kleine Pilztulpe. Und ich glaube, da drin können wir auch ein bisschen probieren halt. Ne? So, wollen wir mal Flaschen. Oh, da kommt auf jeden Fall ein recht intensiver, süßer Geruch rein entgegen. Ich bin gespannt, was passiert. Leute, wir lassen es laufen, habe ich Bock drauf. Was ist das denn hier? Also, ich habe es gerade ausgespült, seht ihr ja schon. Ich mache das ja immer ganz gern, dass ich es kalt vorher ausspüle. Gluck, 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 gluck. Und oh, da haben wir eine tolle Farbe im Glas. Sieht schon mal gut aus. Läuft sehr gleichmäßig. Gucken wir mal, ob wir ein Blümchen hinbekommen. Oh. So. Naja, nicht wirklich, aber okay. So, was haben wir da in unserem Gläslein? Das ist ein Bier. Gibt sich auf jeden Fall als Bier zu erkennen, finde ich gut. Ja, erster Eindruck. Okay, erstmal von der Blume her haben wir einen Finger etwa breit. Das ist in Ordnung. Fällt jetzt nicht ganz so schnell zusammen. Wir haben sie sehr cremig. Ne? Das kennt man so von englischen Bieren generell, irischen Biere. Die sind generell immer ein bisschen cremiger in der Blume. Nicht schneeweiß, muss man auch ganz klar sagen. Da sind leichte Gelbtöne mit drin, Sandfarben mit drin, aber ganz dezent. Kleinere Sprenkler. Bleibt an der Glaswand definitiv haften. Mittlere, na, fein bis mittlere Kraterbildung bei ja, fein. Bis mittlere Luftbläschen, die einen auf jeden Fall fröhlich anlachen und einen wirklich animieren zum Trinken. Spricht also eher auch für so einen, ja, nicht nur fröhlichen, sondern tatsächlich auch frischen Eindruck. Also das sieht sehr gut aus, sehr spritzig anscheinend. Ja, fällt so ein bisschen zentriert zusammen. Finde ich gut. Wie sieht es aus unten mit unserem Teppich? Ja, da haben wir auch einen schönen Blumenteppich. Der ist soweit geschlossen. Wir haben da keine größeren Lücken drin. Finde ich gut. Und von der Farbe her haben wir wirklich ein sehr tiefes, fast schon wirklich honigfarbenes Gold. In diese Richtung geht das. Von Getreidefarben können wir gar nicht mehr sprechen, dafür ist es viel zu dunkel. Sehr gut filtriert. Kann man auf jeden Fall durchgucken. Und ja, ist ganz klar spritzig. Da haben wir Kohlensäure, die kleinen Perlchen, die perlen richtig schön gleichmäßig nach oben. Interessant, eigentlich erst ab der Mitte des Glases. Unten passiert recht wenig, also eher so ab der Mitte. Ja, okay.
Blume bleibt noch am Glas haften, habe ich auch schon erwähnt. Was würden wir geben für die Optik? Bin ich durchaus zufrieden. Würde ich über den Durchschnitt geben. Sieht ansprechend aus. Sieht appetitlich aus. Gebe ich 7 Punkte. 7 von 10 Punkte für die äußere Erscheinung. Macht weit her. Englisches Bier. Okay. Passt. Auf jeden Fall. So, machen wir mal anschnuppern. Bin ich gespannt. Oh. Oi. Da könnt ihr meine Nase nehmen da. Ach du Scheiße. Oh, da möchte man ja seinen Riechkolben gar nicht mehr rausnehmen. Verrückt. Verrückt, Leute. Das ist auf jeden Fall, kennt ihr Bowlen, ne? So ein schön, so eine Bowle, so eine Silvesterbowle oder so, wo man wirklich da so Ananas, Mango und irgendwelche tropischen Geschichten, so vielleicht auch ein bisschen Kokos oder so. Ja, so da drin hat mit so ganz viel Sekt, danach riecht das, aber wirklich, das riecht nicht so, das drückt einen wirklich in die Nase. Ihr wisst ja, ich mache ja immer einen richtig kräftigen Zug am Anfang, um einfach wirklich, ja, durch den Schaum auch durchzukommen und diese wirklich intensive Wirkung von den Aromen zu spüren. Wenn man das hier macht, da schießt einen sofort im Kopf wieder. Boah, also das ist wirklich... Verrückt, aber so wie... Boah, das riecht aber wirklich krass, ey. Irgendwie... Das habe ich noch nie so gerochen, ey. Das ist aber wirklich heftig. Also das war eine ganz andere Geschichte als so Standard-Industriebiere. Das ist auf jeden Fall spannend. Das ist cool. So Leute, ich würde sagen, machen wir mal einen Antrunk. Zum Wohl, ihr Lieben, Antrunk jetzt hier. Ja. Boah, krass, ey. Okay. Ja, ich muss immer wieder erwähnen, es ist schon richtig spannend, Craft-Biere zu probieren, wenn man davor die ganze Zeit Industriebiere getrunken hat, ne? Deutsche Industriebiere. Da ist es schon eine ganz andere Hausnummer, weil man hat hier ganz, ganz andere Geschmäcker drin, also Aromen, und die entfalten sich auch völlig anders und die sind so richtig so, ich sage immer, eine schöne Anarchie. Ja, da spielt wirklich alles verrückt im Glas und da ist wirklich sehr, sehr viel möglich auch, ja, was da so an Entwicklung und Spannungsbogenaufbau in der Mundhöhle ist. Immer wieder, ja, faszinierend. Erstaunlicherweise, also nach diesem wirklich sehr, sehr süßen, tropischen, fast schon Bowle-Charakter-Duft, der dort einen entgegenhüpft, ist im Antrunk das relativ dezent. Also ich habe jetzt gedacht, so, jetzt kommt ja voll so ein Fruchtsaft irgendwie auf mich zu. Gar nicht. Schmeckt tatsächlich eher wie ein Pilzbier. Das muss man ganz klar sagen. Und diese tropischen Früchte, die durchaus vorhanden sind, schwingen nur ganz dezent im Hintergrund mit. Es ist ganz klar ein Fruchtbier, das merkt man sofort. Der Fruchtkörper ist schon im Antrunk vorhanden. Ich bin mal gespannt jetzt auf den Mittelteil. Und der Mundraum bereitet sich tatsächlich auch, also er kennt diese Aromen und er bereitet sich auch drauf vor. Also natürlich eine ganz, ganz andere Liga, wie gesagt, weil hier passiert wesentlich mehr. Also da merkt man auch sofort, okay, da sind schon 1, 2, 3 bis 5 Geschmäcker mehr mit drin, Aromen, die sich da tatsächlich jetzt im Mundraum absetzen und dort die Mundhülle für den Mittelteil vorbereiten. Also das ist ganz klar, da passiert einiges. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt nehmen wir mal einen größeren Schluck, mal sehen, was da passiert. Jo, interessant. Der Geruch ist wirklich extrem, ja, das ist wirklich... Ja, der Charakter, der Körper des Bieres hier, ne, die alte goldene Henne hier, was haben wir denn da? Also die schmeckt gar nicht so alt, im Gegenteil, die schmeckt relativ frisch, die schmeckt richtig erfrischend, ja, so schmeckt die. Und wir haben... Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben im Körper, im Charakter des Bieres, ein ganz klassisches Pilz. Da würde ich jetzt fast schon so die Tendenz so Richtung Jever, Holsten, so in diese Richtung würde ich schon mit reingehen, ja.
schon auf jeden Fall ein bisschen herber, das Ganze. Man merkt vom Hopfen, die Bitterstoffe, die sind definitiv auf der Zunge und ich würde sagen, die sind auch vordergründig. Im Abgang, also so im Hintergrund, im hinteren Teil, hinter diesem wirklich eher schlichten Aromen, entwickelt sich doch so ein bisschen was Komplexeres. Und das sind diese Fruchtgeschichten. Ja, ein bisschen Apfel, ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Birne, irgendwie Mango ist auf jeden Fall zu spüren. Maracuja, glaube ich, auch. Ein bisschen Kokos könnte da noch drin sein. Stellt euch einfach so einen Fruchtnektar vor mit einer Aufschrift so tropischer Saft oder so. Ja, das gibt es ja zu kaufen. So in diese Richtung geht das auf jeden Fall. Dazu haben wir ein sehr weiches Quellwasser. Das merkt man auch. Also es wird richtig weich um eingewattet, so das Ganze. Das finde ich auch ganz gut. Und dann haben wir so diese Spritzigkeit, die wir eigentlich vom Pilz generell her kennen. Also das ist so dieses prickelnde, erfrischende, da wo man wirklich ja süffig gar nicht mehr absetzen will. Das ist durchaus ein süffiges Bier. Ja, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, das machen wir auch gleich, weil ich nehme nochmal ganz kurz einen Abgang. Ja, oh, ganz geschmeidig, also richtig samtig auch. Ganz toll, da flattert ja die Hände noch im Hals rum, Mensch, das ist ja super. Ja, fassen wir mal zusammen. Was haben wir hier? Wir haben hier im Prinzip nichts anderes als ein herberes Pilzbier. Ganz klassisch, ganz konservativ, ganz geradlinig, ganz ehrlich. Mit einer ziemlich verrückten Geschichte, nämlich mit tropischen Fruchtaromen drin. Mit einem tropischen Fruchtkörper. Ohne dass es draufsteht, hätte man es sofort erschmeckt. Das Ganze total nach so einem Saft im Prinzip, ja. So, und das ist das Ding, jetzt könnte man denken, okay, das ist ja so, wie man das riecht, ne, da ist ja Wahnsinn, da denkt man ja sofort, oh Gott, was ist das für ein süßer Saft? Das ist im Geschmack gar nicht. Also vom Antrunk, Mittelteil und Abgang hast du komplett durchziehend das Ganze wirklich nur im Hintergrund, ja, so als komplexe Komponente, die im Hintergrund schwingt, ja, aber man merkt sie, ist ein fester Bestandteil dieses Bieres, aber durchaus angenehm. Also es ist nicht so verrückt, wie es duftet. Wenn man es duftet, ist es wirklich total verrückt, ja. Aber beim Antrunk, also wenn man trinkt generell das Aroma, das ist sehr lecker. Also es ist ein sehr, sehr angenehmer Geschmack. Ich denke, es ist jetzt nicht ein totales Highlight. Ja, man sollte es auf jeden Fall mal getrunken haben, weil ich finde so, das ist ein interessantes Erlebnis irgendwie. Ne? So, gerade für Freunde, die so ein bisschen mehr so auf Südfrüchte stehen, ja. Gut, bewerten wir mal das Ganze. Ich bin positiv überrascht. Finde ich witzig irgendwie, alleine mit dem Anschnuppern, das macht schon Spaß und ist ein Bier, mit dem man fröhlich sein kann. Auf jeden Fall gut für Sommermonate wieder durch die Spritzigkeit, Baggersee, Minigolf spielen, ne, unterwegs, Radtour, Picknick, all das, Grillparty, kann man überall für benutzen. Ist so ein, ja, so ein schöner Alltagstrunk, finde ich, kannst den ganzen Tag über süffeln, passt, geht. Würde ich durchaus hoch bewerten. Was heißt hoch, höher? 7 Punkte, grundauf ehrlich. 7 von 10 ist auf jeden Fall in Ordnung, macht Spaß das Zeug. Ja, das ist ein Pilz mit tropischem Saft drin. Finde ich gut. Das ist mal was anderes. So, Leute, ich bin draußen, der Biersüffler. Wenn ihr den nächsten Biertest nicht verpassen wollt, einfach mal auf Abonnieren da oben klicken und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Biertest. Ciao!